Wie sieht's denn aus? Anfang 2010, alles gut, haben wir noch Zeit. Da läuft noch was. Die Fluglotsen feuern, okay, das dauert einen Moment. In 2 Tagen sind die Fenster draußen. Jawohl, und zack, haben wir schon den Bonus. Hat nicht sogar funktioniert. Nächster Fehler: Hungerstreik. Die Arbeiter treten wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in einen Hungerstreik. Dagegen hilft, die streikenden Arbeiter mit der Gulaschkanone beschießen. Oh, das ist Propaganda gegen die Gewerkschaft. Topmodels als Streikbrecher engagieren, die auch hungrig arbeiten. Massenhypnose. Topmodels. Wir arbeiten natürlich mit Topmodels. Oh, die Sonnenschirme haben nicht funktioniert. Das ist aber ärgerlich. Flugverkehr nur im Winter. Das kann man sich leisten. Legen wir erstmal Holzplanken drüber. So, da oben läuft noch. Haben wir denn irgendwas, was wir uns hier leisten können? Es gibt einfach nur Parkbereiche. Es gibt nur tausende von Parkhäusern, die wir freigeschaltet haben. Bauarbeiter aus seiner Nachbarschaft wollen dich treffen. Es dauert ein bisschen länger, aber das ist das Einzige, was ich mir leisten kann. Alles andere ist leider zu teuer. Topmodels haben funktioniert. Yeah! Ein Hoch auf die Topmodels. Also, mein Flughafen, der ist schon ziemlich gut geworden bisher. Guck mal, wir haben die Verwaltung, wir haben auch ein Parkhaus schon, Terminal. Das ist. Wo ist eigentlich der Bahnhof? Hab ich vergessen, keine Ahnung. Die Stromschächte sind überfüllt. Oh nein, die Kabelschächte platzen aus allen Nähten. Irgendwie packt da jeder seine Kabel rein. Jetzt weiß keiner mehr, welche Kabel wofür benötigt werden. Kabel nacheinander durchschneiden, notieren, wo der Strom ausfällt, anschließend Kabel wieder zusammenlöten. Klingt gut. Fehlende Stromleitung durch Tesla-Türme ersetzen. Auch spannend. Wireless-Stromkabel anschaffen. Gebäudeabschnitte ohne Strom mit Kerzen und Benzingenerator ausstatten. Ne, wir schneiden die Kabel nach und nach alle durch, gucken, was passiert. Die Planken haben funktioniert, Gott sei Dank. Das ist der Bahnhof hier, glaube ich. Kabel durchschneiden hat nicht geklappt, schade. Kabel ganz straff ziehen, sodass sie schmaler werden. Ja, so ein bisschen so zwischen den Händen rollen einfach. Oha. Der Abschlusstest hat funktioniert. Stufe 9. 2 neue Punkte können im Management-Menü investiert werden. Oh, es gibt keine neuen Baudinger mehr. Wir haben sie schon alle. Ja, das wird auch mal Zeit jetzt hier. Direkt 2 Punkte, meine Herren. Achso, das braucht ja 3 Punkte. Ich hab schon total vergessen, hör mal. Ja, dann läuft das doch, guck mal, dann haben wir doch bald alles. Dann geht es hier doch sowieso hier nur noch um die Parkbereiche, oder? Alles andere ist doch. Wir sind ziemlich gut in der Zeit. Vielleicht noch ein bisschen Geld verchecken oder so. Guck mal, die sind am Machen, die sind am Tun. Der macht noch den Innenausbau da oben. Bauvorgang abgeschlossen. Oh, Kabelstau. Hat nicht geklappt. Alle Wände verdoppeln und neue Stromschächte einlassen. Das kostet wieder Vermögen. Ich kann man ja nicht. Wir probieren es nochmal mit dem Wireless-Strom. So, der ist da oben jetzt fertig geworden oder was? Der kann jetzt in den Abschlusstest. Ja, prima. Und wir können ihn die Nachbarschaft machen lassen, weil wir uns das leisten können. Okay, dann macht das halt eben die Nachbarschaft. Hauptsache es läuft, ne? Hauptsache es läuft. Prima. Prima, prima, vor allem fürs Klima. Und die Bohnen aus Lima. Bling. Ja. Ach du Scheiße. Da sie ja nun schon eine Weile spielen, nun der geplante Eröffnungstermin langsam näher kommt, so möchte ich Ihnen noch ein paar Infos zur Flughafeneröffnung mit auf den Weg geben. Okay. Klicken Sie auf diese Anzeige, um das Eröffnungsmenü anzuzeigen. Jawohl.
In diesem Menü können Sie zwei Dinge tun. Der Flughafen kann erst eröffnet werden, wenn alle Bauobjekte den Status betriebsbereit haben. Es fehlen zwei Gebäude. Okay. Hier können Sie den Flughafen eröffnen, sobald Sie ihn fertig gebaut haben. Warum dies aktuell nicht möglich ist, wird durch diesen Hinweis beschrieben. Sollte es absehbar werden, dass Sie einen Eröffnungstermin nicht einhalten können, empfiehlt es sich, diesen rechtzeitig hierüber abzusagen. Sie erhalten dann automatisch einen neuen Termin. Überschreiten Sie einen Eröffnungstermin ohne vorherige Absage, erhalten Sie eine Verwarnung. Nach drei verpassten Terminen werden Sie entlassen. Also behalten Sie Ihre Termine besser im Blick. Ich habe noch ein Jahr Zeit. Ah, es fehlen noch zwei Gebäude. Na, schauen wir erstmal. Kabelschacht wird mit Billardkö abgestützt. Eine der Hauptkabelschächte wird im Wesentlichen von Kai-Uwes Billardkö abgestützt. Das funktioniert super. Nächste Woche braucht er den aber für ein Turnier. Kö? Schreibt man das echt so? Kai-Uwe neuen Kö kaufen? Kai-Uwe für Kanasta begeistern? Soll Dieter halt den Kabelschacht hochhalten, bis das Turnier um ist? €44.000 kosten Kö für Kai-Uwe. Ja, sehe ich aber als sinnvoll, ihn für Kanasta zu begeistern, wäre teurer. So, wir müssen doch gerade mal gucken. Achso, das dauert noch 7 Minuten, das ist alles noch im Bau und das ist alles noch nicht... Ja, ich sehe schon, wir verschieben Juni 2012. Das wird aber eng. Jemand hat das Gepäckband gestohlen. Das Gepäckband, okay. Die Leute nehmen doch wirklich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, und das ist an diesem Flughafen kaum etwas. Nun hat tatsächlich wer das Gepäckband mitgehen lassen. Ein Gepäckband-Motiv-Teppich im Spielzeugladen kaufen und die Fluggäste bitten, die Koffer selber rumzuziehen. Laufband aus einem Running-Sushi-Laden klauen, Gepäckband vom Flughafen Tegel klauen, Gesuchtanzeige im Lokalblatt aufgeben. Und nimm dir vom Tegel. Fertig. Es geht ja hier auch irgendwie so ein bisschen um die Termineinhaltung. Wir haben ihn jetzt schon verschieben müssen. Es ist echt alles ein bisschen eng. Wir haben jetzt nur um ein halbes Jahr verschoben. Das sieht dann nicht so düster aus. So, Kö kaufen hat funktioniert. Das ist also der 2. Ja, bitte? Die Gangway führt auf den Parkplatz. Ja, und? Die Gangway, die eigentlich in den Flieger führen soll, ist leider auf die falsche Seite gebaut und führt die Passagiere wieder auf den Parkplatz. Flieger vom Parkplatz aus starten lassen, Portal vom Parkplatz zu den Flugzeugen öffnen, Shuttle-Service anbieten, Fluggäste erst durch die Gangway lassen, wenn sie aus dem Urlaub wieder zu Hause sind. Shuttle-Service. Na, Logo gibt's einen Shuttle-Service. Was ist eine Frage? So, Tegel beklauen. Perspektivzüge anschaffen, dauert noch ein Momentchen, okay. Hier unten sind sie einfach mal nur am Bauen, das ist schön. Ja, ein Bonus, denn es hat funktioniert. Dafür bricht der nächste ab. Nur Kreuzschraubendreher für Schlitzschrauben. Wir haben für alles nur Schlitzschrauben, aber auf der gesamten Baustelle keine Schraubendreher oder Bits dafür. Schrauben einfach mit dem Hammer einschlagen, Schraubenköpfe zu Kreuzschlitz umschnitzen, Torx-Schrauben, das ist noch besser. Schraubendreher und Bits zu Schlitzprofil umschnitzen. Ne, die Schraubenköpfe. Umschnitzen ist eigentlich das Logischste. So, da oben wird immer noch tagelang Tegel beklaut. Ach du meine Güte, Shuttle Service hat nicht funktioniert, das ist aber ärgerlich, der war echt gut. Passagiere bitten, statt mit dem Auto mit dem eigenen Flugzeug zum Flughafen zu kommen, das finde ich eigentlich nicht so gut. Portal vom Parkplatz zu den Flugzeugen öffnen. Vom Parkplatz zu den Flugzeugen öffnen. Flieger vom Parkplatz aus. Ja.
Machen wir halt ein Portal. Ah, Zegel beklaut ist schiefgelaufen. Schade. Ne. Neues Gepäckband bestellen. Kosten Vermögen. Aber. Wir probieren erstmal was. Wir probieren erstmal das Sushi-Band. Ja, bitte? Antiker Teelichthalter gefunden. Beim Buddeln haben wir eine Scherbe gefunden, die scheint wohl zu einem antiken Teelichthalter des antiken Philosophen Sophemistokles zu gehören. Nun müssen hier erstmal Archäologen ran. Bei Kunst oder Krempel anrufen, große Käseglocke über die Ausgrabungsstätte stülpen und drumherum weiterbauen. Beim schwedischen Möbelhaus 100 Teelichter für 2,99 € kaufen und romantische Stimmung machen. Made in Taiwan eingravieren und Archäologen fernzuhalten. Nein, wir schätzen ja so Sachen, deswegen kommt da eine Käseglocke drüber. Was sonst? So, sind wir hier noch 4 Sachen am Dingsen. Running Sushi. Hat funktioniert. Sehr gut. Der Abschlusstest kann weiterlaufen. Der dauert noch ein paar Monate, aber er läuft nicht. Na gut. Das Gepäckband läuft durch ein Säurebecken. Hups. Wo kommt das denn her? Na hoppla. Der Auffangbehälter für Batteriesäure ist ausgerechnet so platziert, dass das Gepäckband da durchläuft. Das ist möglicherweise ein bisschen ätzend für die Fluggäste, beziehungsweise für deren Gepäck. Geschwindigkeit des Gepäckbandes um 300% erhöhen, um Schäden am Gepäck so gering wie möglich zu halten. Laugebecken vor dem Säurebecken installieren. Das Säurebecken kurzerhand und Gesichtswaren zum innovativen Diebstahlschutz erklären. Fluggäste darüber informieren, dass für Säureschäden am Gepäck keine Haftung übernommen wird. Ja, Laugebecken. Halte ich auch für gut. Die Käseglocke hat nicht funktioniert. Wie ärgerlich. Das Ding schnell unter den Teppich kicken, damit der Bau weitergehen kann. Tja. Das ist günstig und wirkungsvoll. Gaugebecken? Wegkicken dauert auch ein paar Tage. Aber wegkicken ist gleich erledigt. Wegkicken ist erfolgreich. So. Die Bauarbeiten hier unten sind so gut wie abgeschlossen. Sie sind ab. Oh, das Portal hat auch funktioniert. Wunderbar. Es ist ja immer noch das Airport Hotel. Ach, die haben noch nicht mal den Innenausbau, meine Güte. Wir können uns. Oh, wir können das aus RTL-Einsatz mit 4 Händen bauen lassen. Abreißen. Abreißen, neu bauen. Wir müssen erstmal nach unseren Schraubenköpfen gucken, die Torx-Schraubendreher und Torx-Bits kaufen. Torx. Das funktioniert erst dann, wenn wir Torx-Schrauben gekauft haben. Ich kaufe mal Torx-Schrauben. Danach da kaufe ich Torx. Schraubendreher und hier geht es immer noch nur um Parkbereiche. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir brauchen auch noch ein bisschen Money, sonst wären wir hier nicht fertig. Aber jetzt gehen wir mal einen Kredit auf hier, komm. Wie Sie sehen, werden hier nun auch Ihre Kreditrückzahlungen vermerkt. Ja, richtig. Macht aber nichts. Ist ja fast fertig hier. Wir sind ja fast fertig. Waschbär. Ach, Waschbär klingt doch süß hier. Feine Waschbetonbauten. Grauenhaft. Der Putz ist absolut unsauber verstrichen. Sind das eigentlich Kratzspuren da drin? Nicht eine lieblos aufeinander geklatscht, ein Stern, weil sie sich immerhin ordentlich die Hände gewaschen haben. Räuber nicht erkennbar. Die Arbeiter tragen alle so Waschbär-Augenmasken. Witzig. Wegen der Corporate Identity und so.
Aber ich habe gar nicht bemerkt, dass sich auch zwei, drei Räuber darunter gemischt haben, die lauter Zeug geklaut haben. Ein voll süßes Logo. Die Fenster sind undicht, zum Dach tropft es rein. Der Keller ist feucht, aber das Logo von denen ist voll süß. Hat gar keine Pizza. Ich wollte Pizza bestellen, habe aber versehentlich die Nummer von dieser Baufirma gewählt. Die wollten mir einfach keine Pizza liefern. Voll nicht kundenorientiert. Der Beste, wenn es eilt. Also wenn sie nicht allzu hohe Ansprüche an das Ergebnis haben, aber irgendwelche Termine einzuhalten haben, dann passt das schon. Flott sind die. Ja, wenn die flott sind, dann flotte Lotte, würde ich sagen. Hotte, hotte. Wir haben hier noch zwei andere Innenausbauten zu machen, wobei ich immer noch nicht weiß, was ich für einen Innenausbau bei der Straße... Nee, die Straße hat gar keinen Innenausbau. Was? Die Sprinkleranlage versprühen Diesel. Auf Wunsch des Verkehrsministers versprühen die Sprinkleranlagen Diesel. Der TÜV sagt aber, das entspricht nicht der Brandschutzverordnung. Der soll der Genehmigung beantragen. Der Verkehrsminister erklären, dass er eine Idee Bescheid ist. Dem TÜV erläutern, dass die Sprinkleranlage im Brandfall sowieso nicht funktioniert. Ja. Ja. Ist auch eine schöne Lösung hier. Gibt eine Sondergenehmigung. Gibt für alle Sondergenehmigungen. Der Abschlusstest hier dauert immer noch Monate. Das schaffen wir niemals. März 2013. Das klingt realistisch. Die Torx-Schrauben kaufen haben wir jetzt gemacht. Das erhöht die Erfolgschancen dem immer noch nicht. Ja, guck mal, ob du die Schrauben einfach einschlagen kannst. Auch nicht. Torx-Schraubendreher und Torx-Bits kaufen. Ja, mega. Alles in einem. Aber wir haben noch Zeit bis März 2013. Das ist richtig gut hier. Bitte was? Ah, der Abschlusstest. Dauert 19 Tage. Hey, wird schon langsam. Linkshänder, Toiletten falsch rum eingebaut. Scheiße. Sämtliche Toiletten für Linkshänder sind so eingebaut, dass sie nur von Rechtshändern genutzt werden können. Ich als Linkshänder hasse was. Ganz im Ernst. Ich kann das nachvollziehen. So eine Scheiße. Trainingsbücher, wie werde ich Rechtshänder in 10 Minuten in allen Toiletten verteilen, geschickte Spiegelkonstruktion einbauen, sodass es nicht auffällt, Linkshänder Toilettenhäuschen außerhalb des Gebäudes anbringen, für Linkshänder Katzenklappen nach draußen auf die Wiese vor dem Gebäude an. Sag mal, was soll denn diese Linkshänder-Diskriminierung? Dann will ich die Spiegelkonstruktion haben, ist wenigstens cool. So, wir noch in Kohle, ein bisschen was haben wir noch. Was geht's denn? Parkbereich 4. In zwei Baustufen nur, ist nämlich kein Gebäude, es ist nämlich einfach nur Parkbereich, das ist schön. Stecko GmbH, der Dänische Noppenblock-Fertigbauspezialist. Stabile Superheldenhöhle, hab meine Superheldenhöhle von denen bauen lassen, sehr zufrieden. Zauberhafte Zauberschule. Wir haben unsere Zauberschule von denen bauen lassen, sehr zufrieden. Super Todesplanet. Wir haben unseren Todesplanet von denen bauen lassen, sehr zufrieden. Flexibel, fantasievoll, nur halt teuer. Das Beste ist, dass man alles selber schnell umbauen kann. Wenn einem danach ist. Aber die sind echt teuer geworden. Früher waren die günstiger. Ja, Lego ist halt echt sackenteuer geworden. Ach, tut das weh. Tolles Haus und alles, aber... Fix, ich bin im Dunkel barfuß auf einem Bauelement getreten. Das tut so ehrlich weh. Ja. Oh. Unangenehm. Ausgerechnet einen Tag vor Fertigstellung. Überraschender Alien-Angriff zerstört kompletten BER. Ah, ärgerlich. Unerwartet haben Aliens gestern die Weltherrschaft übernommen und dabei ausgerichtet den Flughafen BER komplett zerlegt. Gegen 13.12 Uhr mitteleuropäische Zeit erschienen
Dutzende Raumschiffe auf dem Gelände des BR und schossen alles kurz und klein, bevor sich der Anführer in einem kurzen Statement zu Wort meldete. Noch arbeiten Experten an einer Übersetzung, doch sind sich alle einig, dass es sich bei der Landung um die Übernahme der Erde handelt. Wie lange die rund 7,6 Milliarden Menschen noch am Leben bleiben dürfen und wann sie die Erde für immer verlassen müssen, ist noch völlig unklar, aber auch eher nebensächlich. Für viele deutlich ärgerlicher ist die Tatsache, dass die Alien-Invasion so kurz vor der offiziellen Eröffnung des BER stattfand. Da wartet man 30 Jahre auf diesen Tag und dann passiert sowas. So ein Berliner enttäuscht. Wie viel Geld möchten Sie in die Anwendung der Katastrophe investieren? Keine Investition folgen. Game over. 14 Millionen investieren. Die Versicherung würde Ihnen folgenden Betrag erstatten. Okay, je weniger ich investiere, desto mehr bekomme ich erstattet und desto mehr, ja, cool. Zack, da haben wir aber Glück gehabt hier. Uiuiui, dass wir das jetzt alles gerade noch so retten konnten hier. Das wäre beinahe schief gegangen, bitte was? Auf dem Parkplatz spielen Kinder. Wir können die Kleinen doch nicht einfach verjagen, um die Parkmarkierungen anzubringen, wenn sie schon mal draußen spielen. Kinder langweilige Geschichten von früher erzählen, Rosenkohl für alle spendieren, Michael Jackson imitieren, Geräte installieren, die sehr hochfrequente Pieptöne aussenden. Rosenkohl für alle! Licky, licky. So, wir gucken noch mal. Sie haben Stufe 10. Jawohl. Innenausbau fertig, die sind alle nicht mehr betriebsbereit, sehe ich das richtig? Ach du Scheiße. Stimmt. Ah, nach dem Alien-Angriff brauche ich neue Abschluss. Tests. Wie unangenehm. Ja, ich bin da. Okay. Anklippbar ferngesteuerten Roboterarm für Linkshänder bereitstellen. Ja, das klingt cool. Nehme ich. Wir müssen nochmal gucken. Das ist jetzt im Bau oder das ist jetzt im Bau. Okay, wir müssen. Wir haben das Geld wahrscheinlich nicht. Ach, der macht den Abschlusstest noch. Okay, der ist noch dran, richtig. Wir müssen jetzt sämtliche Abschlusstests neu machen. Und wir müssen jetzt, weil wir nämlich leider kein Geld haben, die günstigen Varianten nehmen. Scheiße. Flug auf Tegel. Brackmann, den kennen wir noch gar nicht. Direktes Heiraten auf der Baustelle. Habe Ewigkeiten nach einem Bauunternehmen gesucht, das neben den Bauarbeiten direkt einen Fahrer mitschickt. Dies scheint das einzige in der Umgebung zu sein. Super, man schlägt also direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. 2 Sterne Abzug, weil die Ehe nach 3 Tagen wieder gescheitert ist. Ganz okay, Qualität stimmt. Der Preis allerdings nicht. Warum seid ihr so viel teurer als der Rest und warum trägt einer eurer Bauarbeiter dauernd ein Kleid? Ach, Seufz. Das war so schön. Einfach die schönste Baustelle meines Lebens, muss man klar sagen. Leider. Hatte der Vorarbeiter auch weiß an, geht gar nicht. Hallo, egal. So, irgendwo gab es Probleme. Da. Christian Lindner gibt den Arbeitern wertvolle Profi-Tipps. FDP-Chef Christian Lindner kam vorher auf der Baustelle vorbei und hat uns wertvolle Profi-Tipps gegeben, aber irgendwie haben die gar nicht funktioniert. Eine prozentige Erfolgschance tun, was Lindner sagt.
Lindner mit einem Gutschein für einen Markenanzug-Outlet abwimmeln. All seine Erklärungen damit konnten, dass das bald durch eine noch unbekanntere Zukunftstechnologie eh obsolet wird. Tun, dass man Farbfotos von Lindner veröffentlicht. So, der Abschlusstest auch blockiert. Zwei Startbahnen kreuzen sich. Unserem Praktikanten Thorsten ist soeben aufgefallen, dass sich Startbahn 1 und 7 überlappen und sich an einer Stelle sogar kreuzen. Vorfahrt 8 ein Schild aufstellen. Die eine Startbahn nur an geraden, die andere an ungeraden Tagen nutzen. Beide Startbahnen an RTL für die neue Produktion Alarm für MNI Dings. Die Startbahnpolizei vermieten und Sprungschanzen einbauen. Einen Nutzungsplan finde ich eigentlich sogar ziemlich sinnvoll. So, das hat nicht geklappt, schade. Eine Startbahn zu Parkplätzen umfunktionieren, ja super. Nur da ist was fertig geworden. Oh, da ist was nicht fertig geworden. Wir haben nur rechtsdrehende Schrauben, aber linksdrehende Dübel. Zum einen hält das nicht, zum anderen bringt das ganze Verdauungssystem durcheinander. Schrauben per Hand umstülpen. Schrauben einfach ohne Dübel verbauen. Dübel per Hand umstülpen. Schrauben mit Joghurtkulturen bestreichen. Dübel umstülpen. Übrigens hat sich jetzt durch den Alien-Angriff alles ein bisschen verzögert. Schaut mal nimmer. Wegen der Abschlusstests. Was kostet hier der Abschlusstest? Minimal. Mindestens 7,5 Millionen. Ja, wo soll ich denn die herkriegen? Hör mal, wo soll ich denn 7,5 Millionen herkriegen? Karl-Heinz Krabutke. Zahlt 100.000 für einen Anteil. Sollen wir noch Anteile haben? Weil immerhin, muss das hier fertig werden. So. Läuft alles wieder. Ist alles wieder hier, in Schwung gebracht. Es fehlen 16 Gebäude. Du Scheiße. Echt, will dann noch so viel. Ist ja der Wahnsinn. Das ist ja unglaublich, ja. Also das Ganze hier kann sich echt eine ganze Weile hinziehen. Das ist verrückt. Bitte was? Abschlusstest. Achso. Pharao im Lüftungskanal. Ja gut. Wir haben die Lüftungsschächte schon eine Weile nicht mehr gereinigt. Als wir das gerade nachholen wollten, haben wir so eine ägyptische Mumie entdeckt. Das gilt laut Verordnung als Brandrisiko. Den Pharao verfluchen, das Ritual des Bakshish Raman al-Mukba durchführen oder so, den alten Häuptling Indiana Jones anrufen, machen sie ein Foto und Ramses. Ja. Indiana Jones macht sowas. Der Häuptling Indiana Jones. Wir müssen mal ganz dringend hier, glaube ich, auch das hier. So, ja. Ja, doch. Eine zweite Sprinkleranlage mit Anti-Diesel installieren. Machen wir direkt. So. Ich hätte jetzt eigentlich bei dem Alien-Angriff das Ganze schon beenden können, theoretisch. Aber man hat so ein bisschen den Ehrgeiz, aber das Ganze wird noch fürchterlich lange dauern, wenn ihr allein steht. Es fehlen 16 Gebäude. Unangenehm. Aber ich bin am Überlegen, ob ich dieses Spiel einfach mal irgendwann mal eine Runde streamen soll. Und dann machen wir das halt einfach. Das könnte so ein schöner interaktiver, das ist auch fertig geworden, ich werde wahnsinnig, Indianer, interaktiver Stream werden, wo nämlich die Zuschauer dann entscheiden können, was wir wie machen, welches Problem wir wie lösen. Keine Erstattung. Unverschämt, Dübel nur an andersrum Tagen verbaut.
Okay, ja. Und, ja. Ganz witzig werden. Dann braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ich habe hier nicht mehr so viel. Ja, das ist ja. Fenster wurden gebraucht bestellt. Wir haben nahezu alle Scheiben Secondhand bestellt. Es scheint so, dass die meisten eine Glasscheibe aber erst dann austauschen, wenn sie kaputt ist. Wer misst? Mit dem gesamten Flughafen zu Klarglas repariert. Klarglas tauscht aus. Fenster einfach zumauern. Kaputte Scheiben mit Kleister zusammenkleben und ganz viele Display-Reparaturkits kaufen. Ja, wir nehmen die Display-Reparaturkits und lassen den Praktikanten ran. So, jedet. So. Das sieht alles ziemlich gut aus. Das sind wir noch bei den Zukunftstechnologien. Letztlich muss das alles eigentlich nur noch die Abschlusstests durchlaufen. Von neuem. Ja, supi. Abschlusstest, ein Jahr und 7 Monate. Ach du Scheiße. Überall hängen Noteingangsschilder. Es wurden versehentlich zahlreiche Noteingangsschilder aufgehängt. Diese sollten dringend durch Notausgangsschilder ersetzt werden. Überschreiben mit Edding, Notausgänge durch Noteingänge ersetzen. Auf Blödheit der Besucher vertrauen, denen das im besten Fall gar nicht auffällt. Notdrehtüren einbauen, die sowieso in beide Richtungen gehen. Ja, sehr gut. Bauarbeiten abgeschlossen bei meinem Bahnhof. Ist der Rohbau fertig? Super. Die Frau Meister und die Baumeister kennen wir. Dominas Bauzustück haben die Pizzello-Preis und Präzision. Aber die Dominas eigentlich schon? Ich war für ein paar Monate SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat. Ich bin Härteres gewohnt. Viel zu lasch. Ja, oh ja, bitte mehr davon. Ja, die zeigen einem, wo es lang geht, so richtig. Top Bauqualität, aber mehr Sterne gebe ich erst, wenn ihr mich wieder losgebunden hat. Ich zahle dafür nicht extra. Ruf an. Jetzt. Ich musste es mir selber machen. Ich dachte schon, warum kommt da kein Bauarbeitertrupp, sondern nur so eine Latex-Lady mit Reitgerte? Ja, weil die einen einfach zwingt, alles selber hochzuziehen. Ey, was hab ich gerackert? Nur 3 Sterne, weil ich manchmal doch echt geschlampt habe. Ist okay. Ist okay. Ist vollkommen in Ordnung, kann man so machen. Was? War das etwa gerade der Sound für, da ist mal was fertig geworden? Dieser Abschlusstest macht diesen Termin völlig unmöglich. Sie können den Eröffnungsteam frühestens 2 Jahre voraus absagen. Okay, das verstehe ich. Immerhin ist jetzt viel zu tun. Zulassung für Notruftelegrafen abgelaufen. Frechheit! Als wir mit dem Bau begonnen haben, waren unsere Notruftelegrafen der allerneueste Schrei, der neueste fucking Shit, ja? Jetzt auf einmal sollen sie den aktuellen Bauvorschriften nicht mehr entsprechen. Ein empörtes Kommuniqué per Eilboten an die preußische Baubehörde schicken. Auf die Digitalisierung warten. Ja, hochmodernes Faxgerät anschaffen. Auf Rauchzeichen umstellen sollte mit dem Brandschutz ja kein Problem werden. Wir wenden uns erstmal an die preußische Baubehörde. Ja, aber das läuft doch gut, Hammer. Ja.
Ja, bitte. Die Landebahn ist mit Teppichboden ausgelegt. Boah, ey. Jemand hat für die Start- und Landebahn Teppichboden bestellt. Ist zwar schick und flauschig, aber ganz schlecht für Flugzeuge zum Starten und Landen. Mit dem Rasentrimmer die ganzen Fussel abmähen. Mit dem Rasenmäher die ganzen Fussel abmähen. Mit dem Rasenmäher-Traktor die ganzen Fussel abmähen. Einen Werbespot für wirklich nette Rasierklingen auf der Landebahn drehen lassen. Bringt zusätzliches Geld ein. Vielleicht. Aber auf jeden Fall, wenn dann mit dem Rasenmäher-Traktor. Das ist ja wohl Ehrensache. Gleis 9 3/4 funktioniert nicht. Und nein, das Gleis 9 3/4 am Bahnhof ist defekt. Es haben sich schon zahlreiche Arbeiter die Nase gebrochen beim Versuch, da hinzukommen. Leute mit einem Bandschrank über Narnia umleiten, wutscheln und wählen. Transport sollen Ersatzverkehr anbieten. Auf Flugreisende aus Zauberschulen verzichten. Wir probieren mal das System über Narnia umzuleiten. Rückerstattung verpasst. Errungenschaft. Oh nein. Ja, bitte. Display-Reparatur funktioniert nicht. Scheiße. Kaputte Scheiben in den Baumarkt schmuggeln und heimlich gegen heile Scheiben austauschen. Dann nehmen wir doch lieber die Kleister-Variante. Jetzt verletzt sich da noch einer, bitte was? Ist wieder was fertig geworden. Ich glaube es nicht. Ich glaube das nicht. So. Ja, also wie gesagt, dieses Ganze würde hier, glaube ich, jetzt noch ewig weitergehen. Das wird noch ewig weitergehen. Das hört nicht mal auf. Ich glaube, dieses Spiel ist sowieso so programmiert, dass man es überhaupt nicht, dass man den Flughafen nicht fertig bauen kann. Das ist nicht machbar. Das ist eine Neverending Story. Aber es macht irgendwie trotzdem Spaß. Start- und Landebahnen. Ja, pinke, flauschige Einhörner tanzen auf der Startbahn. Oh nein. Pinke, flauschige Einhörner tanzen auf der Startbahn. Pinke, flauschige Einhörner tanzen auf der Startbahn. Okay. Pink, fluffy Unicorns dancing on Startbahn. Auf den Regenbogen warten Einhörner mit Gummibärchen, Schokolade weglocken. Auf dem Einhorn nach Traumland reiten und ausrechnen, welchen Schaden so ein Einhorn an einem Landenflugzeug überhaupt verursachen würde. Ja. Nein, ich will ins Traumland. Eilboten schicken hat nicht funktioniert. Den Flughafen mittels Zeitmaschine in eine Zeit zurückversetzen, in der das erlaubt war. Faxgerät ist günstiger. Oder kein Geld. Was das kostet? Das ist ja völlig wahnsinnig, ey. Was das alles kostet? Oh, wir haben noch 4 Jahre Zeit übrigens für den Flughafen, was eigentlich mega entspannt ist. Ja, bitte? Sie haben geläutet. Probleme mit dem Waffenshop im Duty-Free-Bereich. Der Sicherheitsdienst beschwert sich, weil die Leute im Duty-Free-Shop günstige Waffen und Sprengstoffe kaufen können. Den sie aber gar nicht mit an Bord nehmen dürfen. Das Gepäck geben die Kunden aber schon auf, bevor sie den Laden betreten. Flüge überbuchen, um den potenziellen Verlust an Passagieren auszugleichen. Kleine Law-Free-Ecke im Duty-Free-Bereich einrichten, in der fröhlich geschossen und gesprengt werden darf. Law-Free-Ecke. Waffen in mundgerechten Größen anbieten, sodass Passagiere sie vor dem Flug bequem runterschlucken und nach Ankunft wieder ausscheiden können. Zusätzliche Waffen-Check-In nach dem Duty-Free-Bereich einrichten. Ja. Arbeiten wir mal vernünftig. Es gibt einen Bonus, weil mal was funktioniert hat. Es hat mal was nichts funktioniert. Oh, ich kann nicht ins Traumland reiten. Oh Mann, oh. Dem Einhorn einen lustigen Partyhut auf das Horn setzen.
Pink, fluffy Unicorns, dancing on Startbahn. Ich warte auf den Regen. Warten auf den Regenbogen, dass wir auf dem wieder tanzen können. Oh. Sehr schön. Es gibt den Bonus übrigens immer nur, wenn es auf Anhieb funktioniert hat. Ne? Wissen wir schon. Jetzt machen wir gerade mal ziemlich viel Pickling. Ist ja schick. Es ist halt im Moment nichts blau hier. Doch, ich glaub's nicht. Das Terminal da oben, das ist endlich fertig geworden und betriebsbereit. Ich werde ja wahnsinnig. Das hat auch funktioniert. Es dauert immer noch ein Jahr und 7 Monate, bis dieser Scheiß hier fertig ist, aber egal. Es sind gerade wahnsinnig viele Abschlusstests im Laufen und die machen hier noch Innenausbau. Scheibenkleister. Hat nicht funktioniert. Mosaikfenster. Oh, Mosaikfenster, cool. Schimmel auf der Bausubstanz. Das Schimmel ja schon. Mit ein bisschen Schimmelfarbe drüber pinseln, Salz draufstreuen, mit Alkohol einreiben. Wasserstoffperoxid einreiben. Das ist günstiger. Alkohol ist günstiger, nehmen wir Alkohol. Wir haben hier noch einen Parkbereich, der noch nicht abgeschlossen ist. Ja, das geht ja gar nicht. Du Brüder Asbestos. Die kennen wir noch nicht. Die Pinzetto KG, Preis und Präzision. Präzision vom Feinsten. Wow, wie der mit seiner Pinzette so eine ganze Mauer hochzieht. Das ist schon fast meditativ. Da sitzt am Ende auch wirklich alles exakt. Und dauert halt. Bin verstorben. Wollte zu Rentenbeginn einziehen. Der war aber nicht schnell genug. Bin nun leider während der Bauzeit verstorben. Das prangere ich an. Augenbrauen kann der aber nicht. Ey, ich dachte, wenn der so mit der Pinzette kann, dann kann der doch auch meine Augenbrauen gerade machen. Aber nee, der Spack hat die voll verzupft. Ich bin Influencerin, ey. 2 Kinadensterne für den Märchenpalast. Junge, Kran, nimm den Kran. Himmelherrgott, natürlich dauert es ewig, wenn er die Stahlträger mit der Pinzette in den 2. Stock trägt. Was ist denn mit dem? Halbe Punktzahl. Bin super zufrieden mit allem. Da ich aber nur eine Doppelhaushälfte bauen lassen habe, gibt es auch nur die Hälfte der Punkte. Mach halt. Ja. Ich wollte aufhören. Du kannst nicht aufhören. Du fällst von einem Auftrag zum nächsten. Du kannst nicht aufhören. Was ist da los? Die Parkplätze sind nicht breit genug für SUVs. Die Parkplatzmarkierungen sind auf VW Golf ausgelegt. Mit Kombis wird es schon eng. SUVs passen auf keinen Fall mehr rein. An das ökologische Gewissen der Autofahrer appellieren, sich kein SUV zu kaufen. Am Arsch. Der Erfolgschance 5%, ist klar. Software-Update für SUVs anbieten. Erfolgschance 1%, ist klar. Autos bei der Einfahrt mit einer Wald zu verschmälern oder Parkour zu hetzen, damit es sich ausdehnt. Ja, machen wir das doch. Gott. So viel Reden geht auf den Hals. Ich könnte einfach mal was trinken, das würde helfen. Oder ich könnte einfach mal aufhören, wie ich es schon die ganze Zeit sage. Wie es eigentlich so der Plan war, weil das, wie gesagt, das zieht sich noch ewig hin. Wir haben jetzt hier oben endlich mal was blau. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, was ist das jetzt? Ach, das ist ein Autotempo. Ja. Gut, ja. Dies also ist kurz gefasst das extrem eigentlich so mega witzige BER-Bausimulator-Spiel des guten Postillon. Ja, Satire darf das. Ich find's mega lustig, diese ganzen Anspielungen, die da drin stecken, auf alles mögliche. Mega witzig. Wenn man den Humor hat. Ich hab ihn. Also, die Beserin ist noch im Abschlusstest. Okay. Sehr schön. Ja. Ich werd's, glaube ich, wirklich mal
vielleicht in einem Stream ausprobieren, wirklich so als interaktiver Stream. Hashtag BSG. Und mal gucken. Kann ganz witzig werden. Ich kann das Ganze jetzt hier im Grunde genommen beenden, irgendwann anders mal weiterspielen. Mal für mich so gucken, ob es überhaupt möglich ist, das Ding irgendwann nochmal fertig zu bringen. Ich habe keine Ahnung. Hat das Ding ein... Jawohl. Wir können jetzt Statistiken anzeigen. Spiel 1. Flughafen eröffnet. Nein. Fortschritt der Fertigstellung. Oh, wir sind bei 0,54%. Oh fuck, scheiße. Datum des Bauabbruchs. 30.06.2007. Baudauer 10 Monate. Verpasste Eröffnungstermine. 0. Was? Vorgesehenes Budget. 29.500.000. Verbrasstes Budget. Geht ja noch. Am meisten konsultierte Baufirma, die Tante Ilse, die ist auch super. Baustil ist postmoderner Dekonstruktivist. Gesamtpunktzahl 60 Joule oder 5 plus. Alles klar. Ein Traum. Speichern kann man es nicht, das macht er von alleine. Dementsprechend. Links anzeigen. Ach, das wird das wieder. Dementsprechend muss ich eigentlich das Spiel beenden oder fort oder wie auch immer, bevor ich ein neues anfange. Sehen wir dann. Wie auch immer. Reicht jetzt. Gut jetzt. Genug Spaß ihr habt auf Kosten aller und auf Kosten des BER. Wir sehen uns bei einem anderen Freitagsspecial wieder. Das ist ein schöner Mehrteiler geworden, der beschäftigt jetzt immer den Rest des Jahres noch. Nun geht das hier bald zu Ende. Endlich mal wieder mal was ganz Neues. Ihr habt da doch mal was. So. Wie gesagt, schönes Wochenende wünsche ich und wir sehen uns bei was anderem. Wie wir immer so schön neulich sagen. Da steht übrigens hier, das Spiel speichert automatisch. Ja, tschüssi, Gorski.